Ja, liebe Campingfreunde, nach The Force in Düsseldorf, hier bei Rhön-Camp, wo er richtig geil ankam und mir persönlich auch super gefallen hat, mit dieser neuen Rundsitzgruppe Stadtdinett, ist jetzt die Krönung hier, der Spectre. Also nochmal eine Nummer schärfer, nochmal ein bisschen mehr ausgereizt. Und den schauen wir uns jetzt mal an. Der Spectre hier von Rhön-Camp. Und hier ist der Maximilian, gell? Ja, hi, servus. Servus, Maximilian. Maximilian, ich habe gehört, das ist so dein Projektchen hier. Richtig, ja, genau. So, die absolute Masterarbeit hier. Ja, genau. Erzähl mal ein bisschen, komm, wir können ja mal ums Fahrzeug erst rumgehen. Genau, laufen wir einmal rum. Was haben wir denn hier überhaupt Schönes stehen? Genau, also Basisfahrzeug ist ein Mercedes Sprinter, ein 419er. Allrad natürlich in dem Fall. Ja, das Spectre, Sondermodell. Wie seid ihr denn auf den Namen gekommen? James Bond? Ja. Ja? Genau. Schauen alle gerne James Bond und wir überlegen uns halt zum einen immer coole Namen, zum anderen aber auch Namen, die irgendwie eine Verbindung haben. In dem Fall, Spectre heißt der Geist, es gibt nur 15 Stück davon, die werden dann auch wahrscheinlich genauso schwierig zu sehen sein wie in Geist in freier Wildbahn. Schön Raptor-Lack hier überall, ne? Genau, damit es dann schick ausschaut. Ja, 15 Stück liegt daran, dass wir 15-jähriges Firmenjubiläum haben. Ja, und da haben wir halt mal dieses Sondermodell aufgelegt. Es basiert letzten Endes auf dem Force und ist halt aber eine, noch mal ein bisschen aufgeblasene Version davon letzten Endes. Der Force gibt es nach wie vor? Richtig, auch, ja. Serienmäßig? Genau. Das ist einfach noch mal das i-Tüpfelchen oben drauf, ne? Genau, noch mal The Force auf Steroide, sage ich jetzt Okay. Und dann halt 15 Stück davon und wenn die weg sind, sind sie einfach weg und dann wird es den auch so nicht mehr wieder geben. Okay. Wenn wir hier draußen sehen, was glaube ich ganz interessant ist, das Fahrzeug hat auch ein anderes Fahrwerk drin. Das kommt von unseren Kumpels aus Eisenach, von Most Vented. Ist mit Ölins-Komponenten und wir haben halt eine Auflastung auf 4,4 Tonnen dann auch noch. Das heißt, bei dem Fahrzeug, der wiegt im fahrbereiten Zustand 3,6 Tonnen, ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt und dann haben wir halt 800 Kilo Zuladung. Alleine die Reifen, Leute, schaut euch diese BFG Goodrich an hier, das sind die Mörderdinger hier. Wenn da mal einer gewechselt werden muss, dann bist du gleich mal 2000 Euro fällig, würde ich sagen, oder? Wird auf jeden Fall nicht günstig, ja. Ja, genau, genau. Aber im Preis ist erstmal einer als Ersatz. Wie hoch sind wir denn da mit dem Fahrzeug? Da sind wir über 3 Meter Höhe am Ende, genau. 3 Meter und ein paar zerquetschte sind es dann, weil wir halt zu der Höherlegung von dem Werksallrad halt nochmal knappe 5 Zentimeter nochmal dazu haben. Absolutes Expeditionsfahrzeug, hier auch schon komplett ausgestattet mit allem, was man für eine Expedition braucht. Ne? Schaut euch das an, Ersatzreifen dabei, hier hinten noch ein Behälter für Werkzeug, was auch immer. Ja, also da ist wirklich an alles gedacht. Und hier kann man seine Skier noch reinmachen oder was auch richtig, immer. Richtig, genau. Ja, also das ist schon heftig. Da wurde nicht gespart an diesen Teilen. Und die Dinger kann man auch ausklappen, sodass man von hinten dann auch drankommt, nehme ich an, oder? Genau, also wir haben es hier ganz, ganz nett versteckt. Hier ist so ein kleines Schnürchen. Ah, ja. Ja. Und damit mache ich dann komplett die Hecktür auf. Und dann komme ich halt hier hinten an meinen Kofferraum dran. Oha. Und was eröffnet sich da, Leute? Ja. Also stylisch habt ihr euch ja da ausgetobt, ja? Genau, da haben wir mal Vollgas gegeben. Stylisch habt ihr euch da ja ausgetobt. Die schönen Taschen haben wir auch letztes Mal schon beim The Force gesehen, ne? Genau, richtig. Das ist jetzt nochmal eine überarbeitete Version davon. Und ja, da haben wir halt die Stühle drin und haben jetzt hier hinten noch einen Tisch seitlich festgeschnallt, der passend in der Optik ist zum restlichen Interieur vom Spectre. Hier liegt jetzt noch unsere Musikbox drin, darf man nicht stören lassen. Aber die ist nicht dabei, Leute. Genau. Die Musikbox sah jetzt erstmal aus wie eine Heizung. apropos Heizung, wir haben ja auch wieder eine Dieselheizung logischerweise genau, drin. Genau, eine Truma-Kombi 4DE, die wir da drin haben. Ja, ja. Ja, genau. Also mit Elektrostab, eine 4er langt absolut, 6 ist überdimensioniert. Auch wieder hier Außendusche, natürlich genau, logischerweise für ein Offroad-Fahrzeug ist das klar. Ne? Ja, immer mega praktisch, immer schön zu haben. Egal, ob ich am Strand stehe oder Mountainbiken gehe und will mein Rad mal ein bisschen sauber machen zum Beispiel. Ja. Oder die Wanderschuhe. Genau. Kann man immer gebrauchen. Schön. Wir haben oben eine Hängematte, sehe ich gerade. Da gehen wir jetzt nicht hoch, aber theoretisch möglich. Ihr habt oben dann auch einen Boden noch hingelegt, oder genau, wie? Ja. Oben haben wir ein Holzdeck drauf und dann halt noch Solaranlage dementsprechend. Okay. Cool, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein in das gute Stück. Das ist natürlich abgesperrt hier. Genau. Ja? Also immer schön fragen hier bei dem Fahrzeug.
von Rhönkamp. Nochmal gesagt, wo seid ihr zu Hause? Zwischen Fulda und Würzburg kommen wir her. Aus der schönen Rhön. Schildeck heißt der Ort, um es genau zu nehmen. Ja. Ist ein kleiner Ort und da sitzt man mit 60 Mann auf 4.500 Quadratmeter und bauen schöne Fahrzeuge. Richtig schöne Fahrzeuge. Kann ich bestätigen, Leute. Okay, dann gehen wir mal rein hier. Logischerweise in den schönen Spectre. Und dann, oh, ich rieche Leder. Ich rieche hier Leder auf jeden Fall. Ja. Oh, schaut euch das an, die Sitze. Ja? Und auch hier die Armaturen, alles in diesem Leder gehalten. Also das sieht schon edel aus, mein lieber Scholli. Da wurde wirklich geklotzt hier. Ja? Mega. Man riecht auch das Leder richtig, ne? Also es ist echt Leder. Ja, definitiv, genau, es ist echt, ne? Leder, ja. Auch wieder hier, wie im DeForce, diese kleine Rundsitzgruppe hier. Genau, richtig. Die Dinette rausgeschmissen, finde ich persönlich genau das Richtige, ja. Was es heute benötigt. Diese Dinette, manche mögen sie, ich persönlich finde sie schon veraltet. Sowas ist in, wenn man zu zweit reist. Genau, richtig, ja. Haben wir wieder den Schwenktisch wie im Force und halt hinten haben wir diesmal leicht geänderte Sitzkissen. Macht das Ganze ein bisschen bequemer. Wir haben hier auch natürlich wieder gasfrei, ne? Das heißt wieder mit Induktionskochfeld. Genau, richtig, ja. Also wir haben hier Induktionskochfeld drin, wir haben eine schöne große Spüle. Ist eine Blankospüle, wie man sie von zu Hause auch kennt. Wasserhahn, genau, auch hier, ordentlicher, ne? Wasserhahn. Schön eingelassen. Spüle. Genau, schön eingelassen. Und wenn einem die Arbeitsfläche zu klein ist, hier Push to Open, dann ziehe ich das raus und habe hier nochmal ein schönes Brett. Auch nochmal ordentlich haltbar, kann ich nochmal das ein oder andere draufstellen, wenn ich jetzt kochen möchte. Mhm. Und ja. Der Boden aus so Schiffsoptik, ne? Genau, aus richtig. Schiffsoptik, aber halt kein richtiger Holzboden in dem Fall, weil ja, der ist leichter und also vom Gewicht her und auch pflegeleicht. Ja, ja. Ihr habt natürlich hier auch eine gescheite Soundanlage drin, ne? Sehe ich gerade hier Boxen drin. Richtig, genau. Das gehört dazu, klar. Ja. Ja, designtechnisch ist das mega. Von der Isolierung her ist das wahrscheinlich auch, da ist wahrscheinlich auch nicht gekleckert worden, ne? Da ist wahrscheinlich auch richtig. Also wir haben wieder 19 mm Armaflex eben drin, wo es geht und wo es halt nicht passt. Warum auch immer sind es dann halt mindestens mal 6 mm Armaflex und das halt rundherum. Die Wände, die Decke, alles, die Türen und der Fußboden hat 25 mm XPS. Jawohl. Schön dekoriert, so stellt man ein Fahrzeug dar, an der Messe. So wird es präsentiert, auch auf die Gefahren, dass vielleicht die Silly-Gläser hier geklaut werden. Ja. Aber dafür ist Auto abgesperrt. Toll. Ein kleines Design-Element hier auch noch, ne? Nein, nicht ganz. Hier unten ist ein versteckter Knopf. Ah. Das ist jetzt das MBAC. Die Mercedes-Benz Advanced Control haben wir jetzt hier drin. Genau, die schaltet sich dann automatisch auch immer mal ab. Das ist jetzt noch ein bisschen ein Vorseriensystem, aber bis dann die ersten Spectre ausgeliefert sind, funktioniert das einwandfrei. Ja. Ich habe ein schönes Display dann eben drin und kann dann halt auch über eine Handy-App, die funktioniert schon sehr gut in dem Fahrzeug, kann ich dann die Werte abrufen. Ich kann das Licht steuern, innen wie außen. Ich kann meine Heizung anmachen, meinen Kühlschrank regeln. Da geht alles drüber zu steuern. Maximilian, du kannst gerne mal reingehen und uns das Bad präsentieren. Die ich Duschzelle. Ich zeige mal kurz das Bad. Ich gehe einmal beiseite. Geh doch mal rein. Ich gehe auch gerne wie groß rein. Bist du? Ich bin jetzt 1,80. Du bist 1,80, also repräsentativ für die Mehrheit. Genau, und dann stehe ich hier drin und habe eigentlich gut Platz, sage ich jetzt mal. Also ich habe jetzt hier kein Problem. Ich kann jetzt hier bequem duschen. Ganz aktuell ist hier der Duschvorhang nicht drin. Der versteckt sich dann hier an der Seite normalerweise und den ziehe ich dann mit einer Schiene rundherum zu. Bad ist an sich natürlich dicht, aber der Duschvorhang schützt natürlich davor, dass alles nass ist. Ja, das ist klar. Ja. Schön auch von der Farbe, vom Design, von dem Holz abgestimmt. Top, echt. Genau, wir haben, wenn wir hier die Brause abnehmen, auch magnetisch und dann haben wir hier natürlich noch einen kleinen Schrank. Jawohl. Wie sie das so gehört. Zack, und dann mache ich die wieder fest. Haben wir Trenntoilette? Ja, verbaut. Das ist auch ganz hübsch. Die ist da unten versteckt, sehe ich gerade. Genau, ich nehme hier eben den Deckel ab und dann einmal kurz, zack. Die ist unterm Sitz versteckt, das ist natürlich clever gemacht, ne? Die ist halt kompakt, weil es halt anders nicht geht, aber ich habe es halt schön versteckt, kann ordentlich duschen und kann aber auch ordentlich auf Toilette gehen. Tagsüber ist sie weg, da kann man duschen und wenn man sie braucht, zieht man sie raus. Ich setze mich mal hier so hin, also ich sitze jetzt hier schön gemütlich drin, also man sieht auch, ich kann mich hier so schön in die Kissen einsetzen. Das ist eben cool. Ich sitze dann hier wie der König eigentlich auf dem Thron und habe dann halt hier den schwenkbaren Tisch, den ich mir dann halt einstellen kann. Schön, schön. Ja. Also da bin ich eben absoluter Fan davon, Leute. Das ist so, muss ein Kastenwagen heute geschnitten sein, for two. Ich rede nicht, wenn man mit Familie unterwegs ist oder wie auch immer, dann ist es was anderes. Aber wenn man zu zweit unterwegs ist, dann ist es doch wirklich gemütlicher wie die Standard-Dinette, oder? Cool, Maximilian.
Dann gehen wir mal noch in die hintere Etage. Da haben wir einen Querschläfer. Genau. Ja? Aber ihr habt ja die Verbreiterungen dran. Das heißt, wir haben ja sicherlich auch 1,90 Meter mindestens. Ja? 2 Meter. 2 Meter sogar. Also wir haben volle 2 Meter. Wir nutzen das wirklich aus, so weit wie es nur irgendwie geht. Die Ohren sind natürlich auch noch isoliert. Da haben wir auch Armaflex zwischendrin. Also die sind zweischalig. Dann habe ich da natürlich auch keine Wärmebrücke in dem Fall. Ja. Ja, und ja, 2 Meter Liegelänge, und bei der Küche, da ist es ein bisschen breiter, die macht ja so einen kleinen Knick, die Matratze. Da haben wir dann 1,45 Meter Breite, damit ich mehr Platz für die Schultern habe. Und hinten bei der Küche habe ich dann, beim Bad habe ich 1,35 Meter, da wird es dann eben 10 cm schmaler. Genau, das sind die 10 cm hier, ja, genau, die in der Küche länger sind. Aber hey, allemal 2 Meter Länge hier zum Schlafen, und von der Breite ist das überhaupt kein Problem. Also wirklich top, gescheite Matratzen drinne und auch schöne Isolierung. Also ich würde mal sagen, Maximilian, für mich persönlich ist das wieder mal einer der schönsten Vans hier auf der Messe, definitiv. Aber jetzt kommt natürlich noch die Frage, ist er auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis passend? Was kostet das gute Stück? Also ich erinnere mich nochmal, der Force um die 150, gell? Genau, also bei 125 geht er los, und je nach Ausstattung landet man dann halt bei, ja, zwischen 150 und 170 in dem Bereich, was ich halt haben möchte. Genau. Genau, und hier bei dem Spectre ist es so, das ist ein All-Inclusive-Paket, da ist alles drin, der ist immer so, wie wir ihn jetzt hier gesehen haben, mit, ja, allen, ja, mit allen Spirenzchen und allen Spielereien, die er so hat, und da liegt man dann eben bei 229.000 Euro, was er dann kostet. Ja, das ist nicht gerade wenig Geld, aber es ist halt auch allerhand geboten. 229.000, halten wir nochmal fest, vielen von euch bleibt der Atem weg, aber 229.000, wir vergleichen jetzt mal, was hier alles verbaut ist. Das ist alles dran, ne? Sowohl das ganze Offroad-Paket oben auf dem Dach, hinten am Gepäckträger, diese Ausstattung hier, alleine diese Sitze sind natürlich schon nicht günstig. 229.000 ist eine Hausnummer, aber für dieses Fahrzeug absolut gerechtfertigt. Absolut. Kompliment, Maximilian. Ja, danke. Und viel Spaß, wenn es mal auf Reisen geht. Ich nehme an, du fährst auch selber damit mal, oder? Ja, ich habe geplant, diesen Sommer damit mal wegzufahren. Ja. Marokko? Ja, mal schauen. Südamerika, hau raus, wohin? Das wäre am schönsten, aber ich glaube, soweit muss auch ein bisschen arbeiten. Ja, das ist das Hauptthema. Genau so ist es. Aber ich versuche den so oft wie möglich mal auszuführen in alle möglichen Richtungen. Ja, ja, ja. Muss ja ausgetestet werden. Tipptopp. Prima. Also, lasst mal euer Feedback da, schreibt mal einen Kommentar. Klar, es ist preislich eine andere Liga, aber gerechtfertigt. Ich möchte mal gerne euer Feedback wissen. Und Maximilian interessiert sicherlich auch. Ne? Bis dann. Ciao. Ciao.